Hi, ich bin Stefan und heute schauen wir uns die Kengo Incorporated an. Das ist so ähnlich wie Immobilien Scout 24 bei uns, nur für den chinesischen Automarkt. Und die gibt es momentan zu einem unglaublichen Preis zu haben. Sie wachsen wie bekloppt und ja, kommen halt aus China, das ist der Nachteil. Ansonsten ein meiner Meinung nach mega Investment. Ja, ich werde wahrscheinlich da rein investieren. Ich habe meine Checkliste soweit ausgefüllt. Hier ist sie. Von meinen 70 Punkten ist eigentlich alles positiv. Gibt es ein paar Dinge, die noch ein bisschen unklar sind, aber die werde ich jetzt im Laufe des Videos, denke ich, klären. Ja, von daher, wenn du Spaß an Unternehmensanalysen hast und interessante Investments interessant findest, dann bist du hier genau richtig. Also, auf geht's! Denk dran, du bist selber für dein Geld verantwortlich und ich kann keine Haftung für das übernehmen, was du mit deinem Geld machst. Ja, schauen wir uns einmal kurz die harten Fakten an. Kengo Incorporated, seht ihr hier. Ja, Name, Online-Autohändler, habe ich schon gesagt, kommt aus China, hat aktuell 13 Punkte. 13 Punkte ist wirklich phänomenal, also von meine Skala geht ja von minus 15 bis plus 17 und die allerbesten haben so 13, 14 Punkte und das liegt halt auch hier vor. Das heißt, das ist wirklich top. Die Dividendenrendite lag im Mittel in den letzten Jahren bei 14,6%. Aktuell liegt sie ungefähr bei 25%. Also das ist wirklich auch unglaublich. Die Investmentrendite ja, ist noch höher als das, was hier schon steht. Also mit den aktuellen Zahlen, das ist auch wieder der gemittelte Wert über die letzten 3 Jahre. Aber dadurch dieses extreme Wachstum, was die haben, die sind momentan fast mit einer Investmentrendite von 100% zu haben. Das heißt, wenn du 1 Euro investierst, machen die ungefähr 100% Gewinn. Also machen die ungefähr 1 Euro Gewinn und von diesem 1 Euro haben sie letztes Mal ungefähr 25 Cent ausgeschüttet. Das heißt, ja, also wir reden wirklich von einem unglaublich kranken Investment. Die Unternehmensrendite liegt bei 12%, das heißt, das Unternehmen macht 12% Gewinn auf sein investiertes Kapital. Das ist ganz prima und auch die Eigenkapitalquote ist mit 70% richtig gut. Ja, also wie du siehst, von den Zahlen her ein absoluter Hammer. Eine Sache ist noch ein bisschen blöd, die Aktie, die gibt es nur als ADRs, also als diese American Deposit Receipts. Das ist so ein bisschen blöd, weil da besitzen wir dann nicht die Aktie selber, sondern wir besitzen ein Zertifikat für die Aktie. Und von der Dividende wird häufig ein Großteil einbehalten. Was heißt ein Großteil? So zwischen 25% und 30%. Also diese ADRs sind immer ein bisschen ätzend. Ist auch hier an der Stelle klar, warum die da ein ADR aufgesetzt haben. Ne? Die wollen halt diese, 4-5% wahrscheinlich sogar noch mehr Dividendenrendite dort abgreifen. Also die sie dann quasi von ihrem Anteil bekommen. Also wie ihr sehen könnt, super spannende Aktie und wir blicken jetzt einmal genauer rein. Ja, wir sind jetzt hier bei Yahoo Finance. Hier seht ihr den Maximalchart, der geht hier zurück bis 2018, also noch gar nicht so lange zurück. Wie wir sehen können, haben wir ein sehr solides Tief und auf dem sind wir jetzt auch gerade aufgesetzt. Das heißt, ja, wir sind auf jeden Fall hier in dieser Range hier. Allerdings ist das Unternehmen halt in der Zwischenzeit stark gewachsen. Wir sehen auch, dass es mal Peaks gab um 14, ne? Also wenn wir sind jetzt bei 4,15 gerade, da ist natürlich 14 viel Aufwärtspotenzial nach oben. Also theoretisch wäre so eine Verdreifachung des Kapitals, denke ich, drin, wenn wir so eine Spitze hier abkriegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Chart noch durchaus höher geht, gerade bei den aktuellen Werten. Ihr seht es hier, Price-Earnings-Ratio liegt momentan bei 1,11, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,11, bezogen auf die letzten 12 Monate bzw. die letzten 4 Quartalsberichte, die das Unternehmen gemacht hat. Ihr seht es hier, Earnings per Share liegen bei 3,75. Ja, ist unglaublich, ne? Und es liegt auch jetzt hier kein Währungsfehler vor, das ist durchaus, das ist halt in US-Dollar und nicht Hongkong-Dollar oder irgendwas. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Genau, also so viel zum Chart. Also wir sitzen gerade hier wieder auf so einem Tief, haben einen starken Abwärtstrend hinter uns. Ja, so wie ich immer investiere, ne? Also ich mache ja nur Turnaround-Investing. Das heißt,
ich kaufe nur Aktien, die stark verfallen sind und ja, deswegen werde ich das hier sicherlich auch machen. So, ja, einmal auf finanzen.net. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr die Aktie sogar theoretisch in Stuttgart kaufen. Das Handelsvolumen ist allerdings sehr gering hier. Ich habe mal geschaut, so 330 Aktien handeln, wird in ungefähr in, ich glaube, es war Frankfurt gehandelt. Ja, 330 Aktien bei, also ungefähr für 1000 Euro werden da Aktien gekauft. Ja, also wenn ihr einen größeren Geldbetrag investieren wollt, würde ich euch empfehlen, das an der New York Stock Exchange zu machen, wobei das natürlich keine Empfehlung für dich jetzt ist, ne? Sondern mach dein eigenes Research. Ich bin nur so freundlich und zeige dir mein Research und was ich mache mit meinen 20 Jahren Erfahrung. Also, auf geht's. So, dann schauen wir doch mal hier uns einmal die Geschäftsentwicklung an. In Rot sehen wir die Umsatzerlöse. Die sind in 2016 bei 65 Millionen US-Dollar gewesen und sind jetzt angestiegen bis auf 300 Millionen. Ja, also wir haben ein irres Wachstum. Na, hier die Marktkapitalisierung liegt momentan bei 605 Millionen. Das heißt, wir haben ein Kursumsatzverhältnis ungefähr von 1 zu 2 bezogen jetzt auf den letzten Umsatz. Allerdings werden wir gleich noch sehen, die aktuellen Umsätze, die sind um 100-200% gestiegen und deswegen sind die auch gerade so ultra interessant, obwohl die Werte ja schon top sind. Ja. So, dann können wir uns hier das Ergebnis je Aktie angucken. Das war immer relativ niedrig und ist in 2020 hochgeschossen bis auf 3,25. Das ist das, was ich, das ist das, was ich vorhin meinte, dass das eine gemittelte Rendite ist. Ne? Also jetzt aktuell, ja, das ist komplett durch die Decke gegangen. Von diesen 3 Dollar Gewinn haben sie 1 Dollar ausgeschüttet, weil sie gar nicht wussten, wohin mit dem ganzen Geld. Haben halt ihre Eigenkapitalquote reduziert, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Ja, dann können wir uns das hier einmal kurz angucken. Das Wachstum, also wir sehen hier, die Bilanzsumme liegt momentan bei 1,857 Milliarden. Das Eigenkapital bei 1,281. Das heißt, wenn ihr da jetzt rein investiert, zahlen wir ja 600 Millionen. Das heißt, ungefähr 50%, ihr kriegt ungefähr 2 Euro Eigenkapital pro Euro, den ihr investiert, was auch wieder ein richtig guter Wert ist. Die Mitarbeiter sind relativ konstant. Das ist halt das Schöne an so einem Online-Business. Die können wahrscheinlich gar nicht wirklich weiter wachsen. Das heißt, die haben relativ geringe Kosten und deswegen sind sie halt gerade in einem riesen Aktienrückkaufprogramm. Die haben 65 Millionen Aktien zurückgekauft von ihren paar Ausstehenden, die sie haben. Schütten Dividende aus und keine Ahnung, es tut mir leid, ich kann nur diesmal wenig Negatives sagen, außer dass der Laden aus China kommt. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, ob das etwas für euch ist. So, ja, wir sind jetzt hier auf der Webseite von Kango. Wie ihr sehen könnt, noch auf Chinesisch. Hier oben kann man es auch auf Englisch stellen. So, make car purchase simple and enjoyable. Das ist ihre Mission. Ja, dann können wir da einmal reingucken. Also, Kango Incorporated is a leading automotive transaction service platform in China. Connecting Dealers, Financial Institutions, Car Buyers and Industrial Participants. Also das Unternehmen, seht ihr daran schon, bietet halt eine Plattform, unter der sie die Autohändler Chinas versuchen zu vereinen. Und das ist halt, ja, meiner Meinung nach ein ziemlich interessantes Konzept. Ja, dann können wir uns einmal kurz angucken, was so, wie das Unternehmen, wie die Unternehmenshistorie so ist, also 2010 gegründet. Dann haben sie von 2010 bis 2015 ein Händlernetzwerk aufgebaut. Dann haben sie nochmal 130 Millionen Euro eingenommen, indem sie die Series A und Series A Plus aufgesetzt haben. Also ich denke mal, da sind sie an die Börse gegangen. Und dann hier die Series B, hier Tencent, ist wohl ein größerer Aktionär von dem Unternehmen. Wir können auch einmal kurz reingucken. So, hier können wir das sehen, ne? Also die Aufteilung von Tencent sehe ich jetzt hier gerade nichts. Aber Warburg Pinculus LLC hält aktuell 25% an dem Unternehmen. Ja, und jetzt in der letzten Zukunft gab es ein paar Kooperationen. Ja, also das ist so im Wesentlichen die Story von Kango. Ich denke, ihr habt jetzt schon einen ganz guten Überblick, was die halt so machen. Wie gesagt, ich würde das vergleichen mit ImmoScout24, nur dass die das anscheinend mit professionellen Händlern machen und nicht mit privaten Händlern. So, jetzt kommen wir einmal dazu, wie verdient das Unternehmen denn sein Geld? Das sind im Wesentlichen zwei Dinge, die die machen. Also einmal kriegen sie eine Provision für jedes Auto, was verkauft wird,
und sie machen Leasingverträge, also im Endeffekt Kreditverträge für die Automobilverkäufe. Und ja, da seht ihr jetzt halt auch an allen Stellen verdienen die halt so ein bisschen mit, und das ist halt auch das, was sie so interessant macht. Ja, hier könnt ihr euch das anschauen. Also in 350 Städten in China sind sie präsent und 50.000 Autoverkäufer sind halt mit in deren Programm. So, hier können wir uns die Händler angucken, und wie wir sehen, sind die relativ konstant hier so um 47.000 rum. So, dann haben wir hier die Anzahl der Käufer, also die sind schön gestiegen über die Jahre, ne? Also oder über die Quartale, ne? Sind jeweils ein Quartal, steigen die ungefähr um 0,1 Millionen. Das heißt, sie haben 100.000 Kundenzuwachs pro Quartal aktuell, was halt schon viel ist. Wenn das sind 400.000 bei einem Gesamtwert, ne, noch vor einem Jahr von 1,5 Millionen, das heißt, die wachsen halt ungefähr um 33% pro Jahr. Das heißt, du kannst halt davon ausgehen, dass alle 3 Jahre ungefähr das Geschäft sich verdoppelt. So, dann sehen wir hier die Aktionäre, also einmal die Strategic Shareholders, also die langfristigen Investoren und ein paar Partner, wo sie halt die Kredite und so wahrscheinlich für vergeben. Und ja, Aftermarket Service Provider, das ist halt ein Netzwerk aus Werkstätten, die auch unter ihren Fittichen sind, beziehungsweise eine Kooperation mit ihnen haben. So, hier sehen wir die ganzen Preise, die so abgeräumt haben. Best Auto Finance Service Provider, ne? Also die sind halt anscheinend einfach top in China. Also ich kann das natürlich nicht so 100% beurteilen, weil ich selber noch nie in China war. Aber die scheinen halt wirklich auf einem super Weg zu sein. Und das Bewundernswerte, das Besondere ist halt gerade, dass die halt noch zu diesem wirklich attraktiven Preis aktuell zu haben sind. Ja, gucken wir uns einmal kurz die Finanzen an. Und zwar ist jetzt hier das ist jetzt das Income Statement. Und das Schöne bei Yahoo Finance ist halt, dass die Trailing 12 Months ausweisen. Das heißt, die letzten 12 Monate einfach aufeinander addiert, also die letzten 4 aktuellsten Quartale. Und wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, was die jetzt für ein Wachstum hingelegt haben, letztes Jahr hatten sie noch einen Umsatz von 2 Millionen und jetzt haben sie einen Umsatz von 3,6 Millionen in den letzten 12 Monaten gehabt, also jetzt nicht bezogen auf das ganze Geschäftsjahr, das endet halt erst wieder im Dezember, aber wir sehen, wir sind auf einem guten Weg Richtung 4 Millionen Umsatz, was natürlich ein Bombenwert ist. Also das hier ist jetzt übrigens in chinesischen Yen. Also lasst euch da nicht irgendwie irritieren. Ja, jetzt, wenn ihr euch das hier anguckt, Cost of Revenue, die haben ungefähr 2,3 Millionen Kosten gehabt und 1,231 Millionen sind halt einfach mal deren Gewinn. Ja? Haben sie halt quasi Profit gemacht, jetzt haben sie noch ein bisschen Ausgaben. Also Selling, Research und so weiter. Das heißt, im Endeffekt liegt ihr Einkommen bei 541 Millionen chinesischen Yen. Ja, im Endeffekt liegt jetzt ihr Gewinn bei 541 Millionen. Und Pre-Tax Income sind 4 Millionen. Und ja, Steuern also vielleicht einmal kurz zum Verständnis, die haben halt einmal ihr Finance-Geschäft, also die Provisionen für die Leasingverträge. Und auf der anderen Seite haben sie halt auch noch ihre Marge. Und das hier ist jetzt das Operating Income, ist, soweit wie ich das verstanden habe, der Gewinn, den sie als Marge bei den Automobilverkäufen haben. Und ja, dann der Rest kommt halt aus den Zinsen. So, Earnings per Share können wir aktuell noch nicht so richtig sagen, aber wir sehen hier, im letzten Jahr waren sie bei bei 44. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, das Pre-Tax Income ist ungefähr gleich geblieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es auch wieder so in dem Bereich sein wird. Das sind jetzt 44,86 chinesische Yen. Also es wird ja ein bisschen mehr sein. Wir können ja einfach mal mit 50 rechnen. Und wenn ihr euch das hier anguckt, ne, 50 chinesische Yen entsprechen halt 6,75 Euro. Jetzt ist Dollar ja noch ein bisschen weniger. Jetzt ist Dollar ja noch ein bisschen mehr. Das heißt, ja, wir können halt hier wirklich von einem, also ich denke mal, einen Gewinn nach Steuern. Was ist denn jetzt da? So, das heißt, wir können halt hier, denke ich, von einem Gewinn pro Aktie ausgehen. Ich denke mal so von
ja, ungefähr 4 Euro. Das wäre also oder ist durchaus, denke ich, realistisch. Hier seht ihr jetzt die Earnings per Share pro Quartal, ne? Also hier seht ihr das schon. Da haben sie 10 Cent Gewinn gemacht, da 1,83. Hier war es ein bisschen weniger, nochmal 10 Cent und hier nochmal 60 Cent. Das heißt, im Mittel waren die halt ziemlich gut jetzt einfach in den letzten Quartalen. Wir sind jetzt gerade in Quartal 2 und wir erwarten aktuell 5 Cent nochmal Gewinn. Das heißt aber auch, dass wir in den letzten, wenn wir die letzten 12 Monate zurückgehen, dass wir auch diesen riesen Peak hier dabei haben. Die Frage ist jetzt, wie ist der entstanden? Ja, müssen wir mal schauen. Also das ist jetzt auf jeden Fall das, was man so sehen kann. Wir sehen, dass es auf jeden Fall hier einen Sondereffekt gab, ne, weil der Gewinn hier höher ist als der Umsatz. Da müssen wir dann noch einmal ein bisschen genauer reingucken. So, ja, hier sehen wir jetzt die quartalsweisen Gewinne. Wir sehen können, waren die Gewinne hier höher als die Umsätze. Und jetzt in den nächsten beiden Quartalen war das eher nicht so. Ja, die Frage ist halt, wo geht es halt hin? Wie wir hier sehen können, lag der Gewinn hier in Q2 bei 557 Millionen. Das entspricht halt ungefähr 74 Millionen Euro. Das heißt so 85 Millionen US-Dollar würde ich mal schätzen. Und bei dem Preis von aktuell 600 Millionen US-Dollar ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. So, der aktuellste Bericht, den wir haben, ist hier der 2021er Quartalsbericht vom zweiten Quartal. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, ist halt der Umsatz hier stark gestiegen. So, ja, schauen wir vielleicht einfach mal einmal kurz rein. Also die Umsätze sind stark gestiegen, wie wir hier wieder unschwer erkennen können. Ja, liegen aktuell bei 146,6 Millionen. Und sind damit um 250% höher als im Jahr 2020. Und um 55% ist der K-Handelsumsatz hochgegangen. Und um 110% sind die Finanzierungen für Autos gestiegen. Und naja, der kleinste Anteil aktuell ist, sind halt noch die Aftermarket-Service, also Reparaturen und sowas. Die liegen halt gerade mal bei 8 Millionen US-Dollar. Das ist halt relativ vernachlässigbar zum Rest. Ja, und dann seht ihr halt, ne, 8 plus 47 plus 80 sind halt diese 146. So, die Händler sind auch ein bisschen mehr geworden. Wir sind jetzt hier fast bei 48.000. Sicherlich ganz prima. So, dann können wir uns hier einmal kurz anschauen. Also der Basic-Gewinn im zweiten Quartal von 2021 waren 60 Cent. Ja, was halt unglaublich viel ist, ne? Also 60 Cent Gewinn auf 4 Euro Aktienkurs ist halt schon nicht schlecht. Da ja, können wir noch gucken, wie viel Cash sie haben. Sie haben momentan 232,2 Millionen US-Dollar Cash. Und was zahlen wir? 600 Millionen? Mal kurz reingucken. Genau, 600 Millionen kostet das ganze Unternehmen und sie haben auf jeden Fall einen Riesenhaufen Cash darum liegen. Dann haben wir noch ein Aktienrückkaufprogramm aktuell und sie haben halt 5 Millionen Aktien zurückgekauft in Höhe von 48,4 Millionen. Ja, also nur um euch das mal klar zu machen, ja, die haben halt einfach mal von diesen 600 Millionen die haben halt einfach von ihren Aktien. Haben Sie jetzt, also von einem Wert von 600 Millionen, haben Sie jetzt einen Wert von 50 Millionen zurückgekauft. Das heißt, allein dadurch hat sich der Wert des Unternehmens nur durch dieses Aktienrückkaufprogramm in Q2 theoretisch halt wie viel war es? Um ungefähr 8% erhöht. Tja,
Ich hab euch ja schon vorgewarnt. Ich kann eigentlich nichts Negatives über das Unternehmen sagen. So, jetzt, was wir jetzt aber noch machen können, ist, wir können uns jetzt noch einmal den Jahresbericht angucken, um vielleicht noch ein bisschen mehr über das Unternehmen zu verstehen. So, ja, dann sind wir jetzt hier einmal im Jahresbericht. Ihr seht 192 Seiten, die werde ich jetzt, glaube ich, nicht mit euch alle durchgehen. Ja, hier sehen wir nochmal die schöne Umsatzentwicklung seit 2016, wobei ich das nicht so ganz verstehe, weil 2010 wurden die gegründet. Okay, also das ist jetzt hier die Umsatzentwicklung, ist schön gestiegen hier von 17 auf 18, war nicht so richtig viel, aber dann sind es haben sie sich jetzt fast vervierfacht, ne, oder verfünffacht sogar, von 2016 bis 2020. Also sie wachsen wie bekloppt. So, dann haben wir jetzt hier die Ordinary Shares, die es vorher gab. Und die wurden dann jetzt in Class A und B Ordinary Shares umgewandelt. Und die ADS gibt es halt auch noch. Das sind jetzt hier diese, die wir kaufen könnten, hier für die 3,44 Gewinn gemacht haben. Die Loot ist übrigens verwässert, das ist ohne die Aktien, die zurückgekauft wurden. Also die haben halt dort auch schon Aktien zurückgekauft und das ist jetzt halt nochmal stärker geworden. Das heißt, der Unterschied hier dürfte jetzt diesmal noch größer werden. Wie wir sehen können, sind hier die normalen Aktien, die ausgegeben wurden. Die gibt es jetzt nicht mehr, die gab es nur 2016 und 2017. Und jetzt gibt es halt nur noch hier diese beiden. Es gibt die Class A und B Shares und es gibt die ADS. Ich würde eigentlich gerne A und A oder B kaufen, das wäre mir relativ latte, welche ich davon kaufe und nicht die ADRs wegen halt diesen zusätzlichen Kosten, aber die habe ich leider noch nicht gefunden. Aber wenn sie A und B Shares heißen, dann können wir da vielleicht nochmal suchen. Kango Class A. Ihr seht das hier, wenn man das sucht, hier Kango Class A, nach den Aktien sucht, ihr findet immer nur diese doofen ADRs. Hier Kango ADR A, wupp, hier Kango mit US WKN, hier wieder Kang. Und wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel nach Kango suchen, an der Börse Stuttgart, dann gibt es halt auch hier nur diese Kango SPADRs, die halt zwei Aktien darstellen. Also es gibt wirklich keine Möglichkeit, diese Ursprungsaktien zu kaufen. Das ist wirklich ärgerlich. Naja, egal. Ich trage das ganze Risiko und die streichen 30% der Dividende ein. Irgendwie finde ich das nicht so cool. Ja, auf jeden Fall sehr positiv, wie wir die ganze Zeit schon gesehen haben. Gucken wir einmal weiter. Hier die Total Assets, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also wie hat sich die Bilanzsumme entwickelt? Da sehen wir auch hier ein wunderschönes Wachstum. Das hier von 2016 bis 2020 hat sich das jetzt, keine Ahnung, ver-15-facht oder so. Und das Besondere ist halt, dass die Schulden sich nicht ver-15-facht haben. Ne? Die haben sich nur ver-7-facht. Das heißt, die haben halt stark Eigenkapital aufgebaut in der Zwischenzeit. So, jetzt können wir einmal kurz eingehen hier auf das Modell, also das Geschäftsmodell. Also sie kriegen Umsätze und eine Gebühr bei dem Verkauf von ihren Automobillösungen und bei dem Financing. Berechnen Sie eine Service-Fee, also als Prozentsatz des Umsatzes, der dort gemacht wird. Ja, also sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Und so, hier geht es noch einmal um die Strategie, das ist vielleicht auch ganz interessant. Also Sie versuchen jetzt gerade in Lower-Tier-Cities zu gehen. Also Sie haben wahrscheinlich erstmal in den großen Städten Chinas angefangen. Jetzt versuchen Sie halt auch in kleine Städte zu gehen. Wobei Sie dort mit traditionellen Autohändlern arbeiten wollen. Ja, ich denke, das war erstmal das Wichtigste. Hier nochmal die Unternehmensstruktur. Qualität von dem Bild lässt ziemlich zu wünschen übrig, aber naja, was soll ich machen? Also wir haben Kango Incorporated auf den Cayman Islands mal wieder, die dann in Hongkong eine Gruppierung haben und die haben dann wieder Unterfirmen in China. Also wieder ähnlicher Aufbau. Haben wir schon bei Alibaba zum Beispiel gesehen, ist eine klassische Unternehmensstruktur für China, um halt dieses antikapitalistische System ein bisschen zu umgehen. Auch hier hat natürlich den Nachteil, dass sie natürlich tendenziell ins Visier von der kommunistischen Partei kommen können. Sind es aber wahrscheinlich eh schon, weil es die ADRs gibt. Ja, vielleicht noch einmal noch mal kurz, weil ich die Umsatzzahl hier gerade noch mal sehe. Vielleicht verwirrt den einen oder anderen das noch, dass der Gewinn irgendwie höher ist als der Umsatz. Das liegt jetzt zum Teil daran, dass einfach durch dieses enorme Wachstum, was die haben, die immer wieder ihr Eigenkapital anpassen müssen, weil die Dinge, die sie haben, auf einmal mehr wert werden. Das ist natürlich, ich sag mal, so ein bisschen Bilanztrick. Ne? Also ihr seht jetzt hier den Umsatz, der liegt jetzt halt hier, oder lag in 2020 bei 314 Millionen.
was schon ein irre guter Wert ist, ne? Bezogen auf die 600 Millionen Marktkapitalisierung, also kurz Umsatzverhältnis von 1 zu 2 oder von 50%. Aber der Gewinn ist dann halt einfach nochmal ein bisschen größer, ne? Ihr seht hier auch die Kosten, ne? Die sie hatten. Und dann haben sie halt hier den Gewinn von 48 Millionen gemacht. Ja, hier sehen wir, 2020 hatten sie 354 Millionen US-Dollar. Und jetzt haben sie ja ein bisschen weniger, glaube ich, ne? Naja, weiß ich gerade nicht mehr genau auswendig. War ja auf jeden Fall auch ein Riesenbetrag. Also 250 hatten sie, glaube ich, aktuell noch. Kann mal kurz auf meine Liste gucken, ob ich noch was vergessen habe. Das habe ich überprüft. Okay, das auch. Das habe ich gemacht. Ja. Ja, kann ich euch übrigens sehr empfehlen, euch eine Checkliste zu machen. Dann vergesst ihr einfach nichts, ne? Also immer, wenn ihr einen Fehler macht, schreibt ihr das auf eure Checkliste, dass ihr den Fehler beim nächsten Mal nicht wieder macht, ja? Ich meine, so erreicht man halt eine Progression und wird halt immer besser. Und das ist halt das, worauf ihr auf jeden Fall gucken solltet. Auch die haben ein bisschen Goodwill hier in der Bilanz. So ähnlich wie die MBH, ne? Also unten drunter habe ich ja noch ein Video gemacht von meinem anderen letzten Investment. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, ich würde sagen, haben wir uns doch jetzt ein gutes Bild gemacht. Also, sehr solides Geschäftsmodell, unglaubliche Gewinnzahlen aktuell, wächst wie bekloppt, solide finanziert, chartmäßig gerade sehr attraktiv bei 4 Dollar, war schon mal viel höher und die Gewinne und alles sind wesentlich höher, als sie mal waren. Ich denke mal, eine Vervierfachung, Verfünffachung halte ich nicht für unrealistisch an dieser Stelle. Wie immer, macht dein eigenes Research und wenn dir das gefallen hat, mach doch mal einen Daumen nach oben. Wir können jetzt noch einmal kurz rüber gucken auf die Portfolios, auf die KI-Portfolios. Vielleicht einmal, habe ich selber lange nicht gemacht. Können wir mal schauen, was hier Sache ist. Also das war das erste KI-Portfolio, was ich aufgesetzt habe. Das ist 0,7% im Minus. Dann haben wir hier das zweite KI-Portfolio. Das ist jetzt das dumme KI-Portfolio sicher, das heißt, das sind die sicheren oder entwickelten Märkte. Ihr seht es hier, USA, Frankreich, Großbritannien und so weiter. Die 2,23 auch im Minus sind aktuell. Dann haben wir hier das schlaue KI-Portfolio unsicher. Das heißt, das sind die unsicheren Märkte mit Aktien, von denen ich erstmal die bei meiner Punkteskala ganz gut abgeschnitten habe. Das ist 4,64% im Plus. Und dann haben wir noch das dumme KI-Portfolio unsicher. Das ist also einfach ein blindes Portfolio. Das hat wesentlich schlechter abgeschnitten. Das liegt so bei 0. Und dann haben wir noch das schlaue KI-Portfolio sicher. Also auch wieder das, wo ich die Aktien mit meiner Skala vorausgewählt habe. Also es sind nur welche mit positiven Punkten auf meiner Skala. Sind wir bei 1,72% Plus. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Aktien, die bei meiner Punkteskala gut abgeschnitten haben, sowohl bei den schlauen als auch bei den nicht so schlauen Aktien ganz besser abgeschnitten haben. Das erfreut mich ein bisschen, dass meine minimale Vorauswahl, ich habe es ja nicht mehr intensiv gemacht, sondern ich habe nur diesen Filter gesetzt, mehr als 0 Punkte, um halt Pleitekandidaten auszuschließen. Und ja, damit die beiden Portfolios haben bisher beide besser abgeschnitten. Allerdings, der Zeitraum sollte auf 6 Monate ja laufen. Und jetzt das Portfolio zum Beispiel hat er prognostiziert mit 23% plus auf 6 Monate. Und 6 Monate sind am 17.03. vorbei. Das heißt, das dauert noch. Das ist jetzt noch ganz am Anfang. Und ich will deswegen noch kein Urteil über die KI fällen. Aber ich wollte euch zumindest einmal zeigen, wo die aktuell stehen. Ja, ich hatte euch ja schon angekündigt, mein Depot hat ein bisschen Umwürfe erfahren. Ich habe einige Sachen rausgenommen, wo die Wachstumsraten mir nicht groß genug waren für meine ambitionierten Ziele, die ich mir jetzt so gesetzt habe. Ihr seht jetzt hier meine Position. MBH war die letzte, die ich gekauft habe und jetzt Kangaroo. Die sind jetzt halt neu dazugekommen. Die anderen, die sind da jetzt noch drin. Ich möchte jetzt tendenziell gucken, dass ich ein bisschen runterkomme, was die Anzahl angeht, sondern ich werde jetzt versuchen, auf 5 bis 6 Positionen runterzugehen. Das heißt, meine Positionsgröße wird damit hochgehen und ich versuche noch stärker halt auf Qualität zu setzen.
und halt wirklich nur meine allerbesten Ideen in Investments umzusetzen. Warren Buffett sagt das ja so schön, warum sollte man in seine 11. beste Idee Geld investieren? Und genau das werde ich jetzt tun. Ich meine, mein Ziel, ich meine, das einzige Ziel, was man ja haben kann, wenn man Einzelaktien auswählt, ist ja, dass man besser abschneiden möchte als der Markt. Und dann ist halt eine Diversifizierung sehr, sehr schwierig. Ich meine, ihr könnt euch das einfach mal rechnerisch vorstellen, ne? Also wenn ihr den gesamten Markt habt, dann ist ja klar, dass 50% des Marktes sind schlechter als der Durchschnitt und 50% sind besser als der Durchschnitt. Das heißt, wenn ihr eine Aktie auswählt, habt ihr, wenn ihr es ganz blind macht, einfach eine 50-50-Chance, dass ihr besser oder schlechter als der Durchschnitt seid. Und je mehr ihr auswählt, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass ihr bei dem Durchschnitt landet. Das heißt, wenn ihr halt sehr, sehr, wenn ihr es schaffen wollt, eine Outperformance zu erzielen, müsst ihr halt relativ wenig diversifizieren. Das heißt natürlich nicht, dass ihr das machen müsst. Ja? Das Risiko ist natürlich auch größer, weil wenn ihr dann was Falsches auswählt, geht es natürlich auch stärker nach unten. Aber wenn ihr was Gutes auswählt, geht es auch stärker nach oben. Und ihr solltet halt in der Lage sein, einfach Aktien auszuwählen, die halt, naja, zumindest eine ganz gute Chance haben, dass sie halt ordentlich abgehen. Und ja, genau das mache ich. Ja, und genau das mache ich. Von daher, ja, wenn dir das gefällt, Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!